Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ja, diesmal ein Unboxing, wie ihr gesehen habt, und zwar der 1&1 Home Server Speed Plus. Speed Plus ist. Ach, ich krieg mich nicht auf. Ich werde dazu gleich noch ein bisschen was meckern, aber egal. Das ist die, ich gucke gerade, 7590 oder so müsste das sein. Steht hier auch irgendwo an der Seite drauf. Da brauche ich natürlich wieder meine Brille, wenn man wieder nichts sieht. So schön geschrieben ist. So. Vorbereitung ist alles warm. Ja, 7590. Mesh, WLAN Mesh. Ist jetzt hier ein Aufkleber mit bei, das war bei mir jetzt nicht. Ich habe ja schon die 7590, aber in der weißen Variante von 1&1 gekriegt. Ja, ich habe mich eben beim Onima Shoppen schon aufgeregt. Also, wie gesagt, ich bin mit 1&1 wirklich sehr zufrieden. Sehr, sehr zufrieden. Sehr, 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 sehr zufrieden. Ich kann mich da nicht beschweren. Ich habe Top-Leitung. Wenn ich Probleme habe, ich rufe an. Man kriegt immer gleich einen Kundenberater dran. Die sind 24 Stunden am Tag für ihn da. Da kann man sich echt nicht beschweren. Tipptopp. Aber die Preispolitik mit den Routern geht mir echt auf den Sack. Ich bin jetzt schon seit, keine Ahnung, 10, 15 Jahren bei 1&1. Ich habe keine Ahnung. 2006 bin ich eingezogen, 2007. Seit 2007 oder 2008 bin ich mit bei. 12 Jahre. Na, 13, 12, 13 Jahre bin ich jetzt bei 1&1. Und bin auch wirklich immer zufrieden gewesen. Ich bin jetzt auch noch zufrieden. Aber mit diesem Home Server Speed Plus, diese Doppelt-Dreifach-Verarsche von 1&1, finde ich scheiße. Vorher gab es den normalen Router und den Home Server. Also einmal mit zwei LAN-Anschlüssen oder du hast mehr Geld investiert und hast den mit vier und dem besseren WLAN und 5 GHz, was der normale Router, den du für 20 Euro dazu gekauft hast zu dem Vertrag oder teilweise gratis gekriegt hast, nicht hatte. Oder nee, Quatsch, die Gratis-Version war ja die kleine Version und dann hast du halt 20 Euro bezahlt, um eine bessere Version zu kriegen mit besserem WLAN, 2,4 GHz. Da musstest du nochmal extra bezahlen. Hast du gesagt, nee, möchtest nicht 20, möchtest 80 bezahlen. Das fand ich immer okay. Und dann hast du den Home-Server gekriegt. Und der Home-Server war halt im Gegensatz zu dem normalen Router, also hast du vier LAN-Anschlüsse gehabt. Du hast ein besseres WLAN gehabt. Also nicht nur 2,4 Gigahertz oder 2,5 Gigahertz, 2,5. Und auch bessere 5 Gigahertz. Du hast anstatt einem USB, du hast zwei USB. Du hast schnelle USB und nicht langsame USB. Und das fand ich eigentlich immer eine sinnvolle Erweiterung. Was 1&1 aber hier mit abzieht, das ist eine 7590 von AVM. Die kann man so im Laden kaufen. 7590. 1&1 macht aus diesem einen einzigen Modell durch die Software. Und das ist nur durch die Software. Leute, lasst euch nicht verarschen, es ist so. Die sind keine verschiedenen Baureihen oder so. Es sind einfach, es ist der 7590, bloß in schwarz. Und da ist eine 7590 Software drauf. Und dann kommt es halt drauf an, ob du den normalen Home Server hast oder Home Server Speed oder Home Server Speed Plus. Und darauf wird die Software angepasst. Ja, also da ist, soweit ich habe es bei CT gelesen und die hatten auch einige durchgetestet und die haben gesagt, ist alles das Gleiche, bloß die Software unterscheidet sich. Und ich finde es halt, weiß ich nicht, wenn man bestellt und sagt, ja, ich möchte den besseren, man zahlt monatlich 4,99 € für seinen Router, weil das ist jetzt auch nicht mehr, dass man Geld bezahlt, sondern man muss monatlich bezahlen. Ist okay, sehe ich ein. Dann sagt man sich, Homeserver. Dann sagen sie aber, ja, Home Server Speed, der ist schneller. Willst natürlich den schnelleren. Musst du zu den 4,99 € nochmal Geld extra bezahlen.
Und dann kommt kurz vor Ende nochmal zu der Entscheidung, willst du noch ein Telefon dazu oder was weiß ich? Und da steht dann im Kleingedruckten auch nochmal, du kannst den Router nochmal erweitern. Aus dem Home-Server hast du ja einen Speed gemacht, also Home-Server Speed. Und jetzt kannst du aus dem Home-Server Speed sogar einen Home-Server Speed Plus machen. Ne? Und das finde ich scheiße. Das finde ich absolut scheiße. Bietet doch einfach wieder nur die drei Varianten an. Monatlich bezahlen dafür und gut ist. Oder schafft das Dreckding mit zwei LAN-Anschlüssen ab. Wer braucht denn zwei LAN-Anschlüsse? Ja, einige gibt's, ja gut, die haben dann halt D-LAN und so. Aber selbst ich nutze D-LAN und ich würde mir niemals den mit zwei LAN-Anschlüssen holen. Niemals. Warum nicht? Falls ich mal umziehe oder falls mein Vermieter sagt, hier, wir bauen um und die Telefondose kommt also von da, wo sie jetzt ist, wo sie beschissen ist, in die Mitte vom Flur oder so, wo ich mit mehr Geräten rankomme, ja, dann kann ich auch die anderen LAN-Anschlüsse vernünftig nutzen. Da muss man auch weiterdenken. Oder vielleicht will ich ja noch andere Sachen daran anschließen. Ne? Das ist ja alles möglich. Oh Gott, jetzt habe ich mich zu sehr aufgeregt. Das ist schon ja kein Unboxing, das ist ja eher jetzt ein Aufregungsvideo. Ich glaube, ich werde das nochmal neu anfangen. Ich weiß nicht, ob ich das Video so hochladen werde. Und wie gesagt, das ist jetzt kein Bashing zu 1 und 1. Ich bin mit 1 und 1 wirklich seit über 10 Jahren mega zufrieden. Wo ich noch eine Vodafone-Leitung hatte, nicht. Also dafür kann 1 und 1 nichts, dafür kann Vodafone was. Die Leitung war einfach scheiße. Dann habe ich meine Leitung erweitert, weil sie ja ausgebaut hatten. Ich hatte 50.000 und ab 50.000 habe ich endlich eine Telekom-Leitung gekriegt und da bin ich mega zufrieden. Telekom-Leitung, Service von 1 und 1, best. Selbst der technische Support von 1 und 1, den ich schon ein paar Mal in Anspruch genommen habe, top. Wirklich top. Die haben schnell, unkompliziert geholfen. Kein Hackmack, super. Die verstehst du gut, die sagen dir das auch in einfachen Schritten, was du machen musst. Manchmal zu einfach, weil manche Sachen weiß ich halt schon. Aber das ist halt gut für die Leute, die nicht alle komplett wissen. Also finde ich wirklich super, 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 super toll. Und keine Abstürze, nichts. Ich bin total zufrieden. Aber das, die Preispolitik, hat nichts mit dem Service zu tun. Nur um da Geld zu machen. Finde ich scheiße. Und das verurteile ich und finde ich absolut scheiße. So. Ich müsste mal durchrechnen, was man bezahlt für so einen Home Server Speed Plus im Laufe der 2 Jahre. Und dann, ob man sich das dann vielleicht besser einzeln kauft, weil dann nur holt euch einen 1&1-Vertrag und kauft euch das Ding einzeln. Das Geilste aber am 1&1 ist, weil ich bin ja jetzt aus meinen 2 Jahren schon raus. Ich habe ja bei der letzten Vertragsverlängerung, weil mir diese Politik ja auf den Sack geht und ich hoffe, dass sie das anders machen, habe ich mir keinen neuen Router geholt. Und ich brauche jetzt momentan gar nichts für meinen Router bezahlen, weil die 2 Jahre rum sind, wo ich meinen Router bezahlen musste. Habe aber trotzdem nicht nur die 2 Jahre Garantie, ich habe 4 Jahre Garantie. Also man kann einen Vertrag abschließen, man nimmt sich den Router dazu, dann sagt man nach 2 Jahren, ich möchte verlängern, ich möchte keinen neuen Router, weil man hat ja einen Router, kann man den problemlos weiter benutzen, es sei denn wie ich, man will halt immer den neuesten. Aber diesmal habe ich halt mich auch dagegen entschieden. Außer jetzt, wo meiner kaputt ist, deswegen muss ich ein Austauschmodell nehmen. Weil meiner sagt, WLAN ist nicht da, es ist teilweise da, aber nicht immer. Und die PlayStation mal da, mal nee, mal ja, mal nee, mal ja, mal nee. Und die anderen Geräte kacken auch beim Internet alle ab, also beim WLAN. Mal da, mal nicht da. Und die Fritzbox sagt mir grundsätzlich, nö, du hast kein WLAN. Also vorne Licht ist an, aber in der Box, wenn du guckst, WLAN aus, nicht verbunden. Na egal. Gut, das soll es jetzt. Oh, da habe ich ein bisschen viel gemeckert. Also wie gesagt, es ist kein 1 und 1 Bashing. Ich bin mit dem Service von 1 und 1 super zufrieden. Nicht, dass ihr denkt, ich hacke, will jetzt auf 1 und 1 unbedingt hier rumhacken oder so. Nein, das ist es nicht. So, aber nichtsdestotrotz, da fange ich lieber nochmal von vorne an. Ich weiß nicht, ob ich das Video so hochlade. Falls ich so hochlade, wird es ein Aufreger oder so. Keine Ahnung, weil mich das ankotzt. Ja, ich bin dann weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.